Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Weiter geht's im Bildeprojekt im LS22. Auch in dieser Folge hat Sally leider keinen EU-Mitarbeiter, der sie unterstützen kann. Deswegen startet auch alles so ein bisschen hektisch. Wir haben unsere Schulgärten angepflanzt. Die müssen jetzt aber auch noch gestriegelt werden, damit da ja kein Unkraut kommt. Das würde nämlich super hässlich aussehen. Gleichzeitig geht's aber auch noch dran, unseren Raps zu verkaufen. Denn der muss ganz dringend noch im Mai weg. Das ist nämlich der beste Monat. Ob Sally alles unter einen Hut bekommt, das siehst du jetzt in dieser Folge. Start. Und damit geht's rein in die dritte Folge dieser Woche. Es ist jetzt unsere zweite Folge ohne Eula. Ich muss sagen, irgendwie ist es jetzt ganz schön, die eine Folge ohne Eula ist jetzt voll schnell vergangen, oder? Kommt mir das nur so vor? Ich finde, das ging jetzt richtig fix. Gut, was müssen wir jetzt machen? Also, wir haben jetzt gar nicht mehr so viel Zeit, bis auch die Zeit schnell läuft. Ist gerade die Sache, was ist wichtiger? Striegeln oder unser Zeugs verkaufen? Wir müssen beides schaffen. Wir müssen noch unsere Schulgärten striegeln, weil wenn da Unkraut drauf kommt, dann wird das ganz, ganz, ganz hässlich aussehen. Deswegen machen wir das. Und danach verkaufen wir dann noch ganz schnell unseren Raps. Das sollten wir aber alles schaffen. Hoffe ich. Der Unternehmer arbeitet ja bis 22 Uhr, ne? Oh scheiße, jetzt bleibe ich ja auch noch hängen. Ich glaub's nicht. Ja, ich weiß, dass Striegeln auch nachts geht, aber ich habe Angst, dass wir es nicht schaffen. Und ich habe. Und das. Ich bin ehrlich, das wäre richtig, richtig kacke, wenn wir... Ich meine, das ist ja nur eine Fahrt. Wir müssten das eigentlich super schnell hinkriegen zu striegeln. Das ist ja nur einmal drüber fahren. Habe ich X gedrückt? Habe ich. Das ist jetzt wiederum gut, dass wir so einen großen... Oder? Scheiße, schaffe ich die ganze Breite? Ist der breit genug? Er ist nicht ganz breit genug. Scheiße. Ist ärgerlich. Wir schaffen das, wir schaffen das, wir schaffen das, Chat. Aber fuck, nur bis 20 Uhr. Geht ab 20 Uhr die Zeit schnell? Zeit. Ab 20 Uhr geht die Zeit schnell und bis 22 Uhr arbeitet aber der Unternehmer, ne? Okay, schnell. Okay. So. Nicht das Gras striegeln. Na, ich habe es schon ein bisschen gestriegelt. Ich darf nicht aufs Gras drauf kommen, weil das mache ich damit kaputt. Vier Real-Life-Minuten. Bis 20 Uhr? Der Händler ist nur bis 20 Uhr da? So. Okay, jetzt ganz, ganz, ganz schnell. Okay. Das Ding ist ja, wir können ja gleich, sobald wir alles im Uni, also im Anhänger drin haben, können wir das ja schon dem Unternehmer melden und dann kann er uns das ja schon ausrechnen. Das passt ja. Oh, macht hier Hannes nebenbei jetzt noch den Lohnauftrag? Scheint so. Ach so, der Essert. Ja gut, den brauchen wir nicht. Offensichtlich macht hier gerade Hannes noch einen Lohnauftrag nebenan. So, wir nehmen erstmal schnell Hannes den Dings weg wieder, bevor ich das vergesse. Ja, das kriegen wir easy hin. Ganz, ganz easy.
wir melden ihm jetzt ganz schnell die Summe. Und selbst wenn wir es dann erst morgen früh sozusagen gut geschrieben kriegen, wir haben ja alles im Mai abgeliefert, also kriegen wir auch den Mai-Preis. So. Sehr schön. Haben wir nochmal knapp 20.000. Perfekt. Ja, dass alles reinpasst. Easy peasy. Das war klar. Okay, dann melden wir das jetzt einmal fix zum Unternehmer. Warum sind da so viele Leute? Zurück. Ring, ring. Achso. Hansen, hallo. Hallo. Ich wollte nur kurz Bescheid geben. Ich bringe jetzt nochmal knapp 20.000 Liter Raps zum Silo. Ich hatte dem Karl schon vorhin eine Summe genannt. Und dafür hätte ich dann gern mein Geld. Eine Summe? Wie eine Summe? Also, an die ich schon abgeliefert hatte. Ach so. Also, sind jetzt insgesamt 63.227 Liter. 63.720, alles klar. Machen wir fertig und dann gibt es das Geld. Super, ja? Dankeschön. Wunderbar, gerne. Ciao. Tschüss. Ich glaube, ich bin da gerade in irgendwas reingeplatzt. Da waren gerade super viele Leute. Okay, perfekt. Wartet mal, jetzt muss ich mal ganz kurz nachdenken über mein Baumwollding. Ich muss mit der Dispo dann nochmal sprechen. Wegen dem Baumwollpreis, ne? Oh, falsches Gerät. Wir rufen mal eine Dispo an. Weil wir ja, wie gesagt, das mit der Baumwolle hatten, dieses Thema. Dass die anderen den Kleidungspreis bekommen haben. Ring, ring. Hallo, von Rüssel hier. Hallo, Herr von Rüssel, von Pfannerich hier. Ich habe eine Frage, Herr von Rüssel. Es geht um meine Baumwollernte, die jetzt schon wieder ein paar Monate in der Vergangenheit liegt. Es ist ja immer so, dass ich hatte das ja mit ihren Maschinen machen lassen und da waren bei mir damals 7.200 Liter Baumwolle Rest geblieben im Ernter. Und ich bin der Meinung, ich hatte das mit dem Herrn Zapfe damals geklärt. Der hatte mir nämlich für den Rest, der noch drin war, damals den Baumwollpreis ausgezahlt. Ja. Jetzt habe ich aber sowohl von dem Herrn Schneegans als auch von dem Herrn Ferser gehört, dass diese beiden Landwirte jeweils für den Rest auch noch den Kleidungspreis bekommen haben. Und das ist natürlich ein bisschen doof. Also ich hatte da wirklich bei dem Herrn Zapfe mehrfach auch nachgefragt, ob ich nicht den Kleidungspreis bekommen könne und so. Und er hatte mir aber gesagt, dass es nicht ginge. Ja. Jetzt fühle ich mich da schon natürlich ein bisschen benachteiligt. Verstehe ich, ja. Was machen wir da jetzt? Jetzt ist die Frage, da bin ich gerade nicht so im Bilde. Also laut meines Wissens haben eigentlich alle Landwirte den gleichen Preis bekommen. Nee, also ich habe wirklich, also das kann ich Ihnen versichern, ich habe damals nur den Baumwollpreis für diese 7000 Restliter bekommen. Ja, ja. Ja, ich weiß nicht, ob Sie bei dem Herrn Zapfe da irgendwie nachfragen können. Ich weiß nicht, ob der heute. Den Herrn Zapfe mal fragen. Ja, was genau. Wir da jetzt machen und da sollte ich dann bei Ihnen schnellstmöglich nochmal melden. Ja, das wäre hervorragend, weil den muss ich dann auch eh nochmal sprechen. Gut, machen wir so. Super, ich danke Ihnen. Kein Problem. Tschüss. Tschüss. Okay, super. Bei Herrn Zapfe müssen wir ja dann eh nochmal sprechen, weil der Herr Zapfe macht den Raddreh, ne? Ich vergesse das jedes Mal wieder. Herr Zapfe macht ja auch den Raddreh. Dann können wir das beides in einem Schwung abarbeiten. Habe ich was falsch gesagt? Zwei Punkte finde ich, glaube ich, ein bisschen zu wenig. Also, ich kann es gerade ehrlich gesagt nicht einschätzen. Wie viel Kleidung kriegt man aus 7000 Litern Baumwolle? Irgendwie, das ist doch ein bisschen mehr als 1, also irgendwie 1 zu 3 zu keine Ahnung. Aber ich glaube fast, da würde ich lieber das Geld nehmen, oder? Weil, oder? Ich weiß es nicht. Dankeschön, Janis. Oh, Leute, ich werde hier noch fluchen mit meinem Einparken rückwärts. Ja, ich weiß, mit den Punkten könnte ich drehen, aber es ist halt schon Geld, oder? 7000 Liter Kleidung. Wolle sollte noch ca. 2400 Liter Kleidung sein. Im Maxpreis von ca. 10.000 sind das doch 24.000. Echt?
Na, wir gucken einfach mal, was die jetzt gleich sagen. Das kommt mir jetzt gerade wieder ein bisschen sehr viel vor. Aber wir gucken mal, was bei rauskommt. Okay, so, das haben wir erledigt. Dann nehmen wir uns direkt unseren Unimog und holen den Düngestreuer, um unser Feld, was sind das, die 23 hier noch einmal zu düngen. Das müssen wir nämlich auch noch erledigen. Oh, ich finde es mittlerweile echt schön, wenn es ein bisschen dunkler wird, so mit der Beleuchtung, ne? Das sieht schon echt sehr cozy langsam aus hier bei uns. Wir haben jetzt echt so ein paar Lampen mittlerweile doch schon gebaut. Noch nicht so richtig große Strahler, dass es halt gut beleuchtet ist, um zu arbeiten. Aber zumindest so für den Coziness-Faktor ist jetzt schon ganz gut was da. Geld für die Gerechtigkeit und 2 Punkte Schmerzensgeld für die Nerven, ne? Das könnte man noch erfragen. Ob wir vielleicht noch eine Wiedergutmachung sozusagen kriegen. Gewicht am Unimog, brauche ich das zum Düngen? Oh. Aber ja, wir können es mal wieder ranmachen. Wir sind ja eigentlich immer mit dem Gewicht gefahren. Fanfanerich, hallo? Zapfe, hallo. Hallo, Herr Zapfe. Ich wollte mich bei Ihnen melden. Richtig. Hat Ihnen der Kollege schon gesagt, worum es geht? Um Baumwolle. Richtig. Es geht um das Anliegen, dass Sie ja damals im Auftrag bei mir die Baumwolle geerntet hatten und in meinem Ernter ja damals über 7000, also in Ihrem Ernter, über 7000 Liter Rest geblieben sind. Und Sie hatten mir damals die Auskunft gegeben, dass ich dafür nur den Baumwollpreis bekommen kann. Ich habe jetzt allerdings mit den Landwirten hier aus dem Ort gesprochen und sowohl der Herr Schneegans als auch der Herr Ferser hatte genau die gleiche Situation, dass sie mit ihren Geräten das haben ernten lassen und die haben aber den Kleidungspreis bekommen für den Rest. Und da fühle ich mich jetzt natürlich ein kleines bisschen benachteiligt. Ja, ich dachte, wir könnten das mal bei uns in der Kaffeekasse lassen, aber naja. Ja, ungern. Oma von dem Herrn Taxer, der kommt hier aus Österreich, die ist noch so im... im Spinnereihandwerk tätig und häkelt dann aus der Baumwolle noch irgendwelche Strümpfe für ihre Enkel. Ja. Und da konnten wir die Baumwolle gut verkaufen. Naja, dann müssen wir ihnen das wohl auszahlen. Das wäre nett, ja. Wir haben gutes Geld damit verdient. Wenn ich Ihnen jetzt vorschlage, Sie kriegen noch 12.000 obendrauf, ist das für Sie okay? Darf ich ein Gegenangebot machen? Ja. Also ich nehme gerne die 12.000, aber ich würde vorschlagen, Sie geben mir vielleicht noch 2 Punkte als Schmerzensgeld dazu, da dass ich ja jetzt wieder einen extra Aufwand hatte, mich darum zu kümmern. Ja. Machen wir 11.500 und 1 Punkt. Dann machen wir 11.000 und 2 Punkte. Ja, das können wir machen. Sehr gut. Ja, dann nehme ich das so. Und ich bin ja bei Ihnen auch richtig, wenn ich drehen möchte, richtig? Ja. Okay, und wenn ich mich jetzt nicht täusche, müsste ich jetzt 20 Punkte haben, oder? Mit unserem Deal gerade. Ja. Super, ich würde gern einmal drehen am Glücksrad, aber ich würde das gerne für einen anderen Landwirt drehen. Ja. Ist das möglich? Ja. Super, ja, dann nehme ich das Glücksrad. Für wen ist das? Für den Herrn Hammerstiel. Ja. Moment. Okay. Wie kann man nochmal ranscrollen? Ich vergesse es jedes Mal. Ach, Steuerung. Okay, dann drehe ich jetzt. Ja. Ich habe Bauguthaben gedreht. Oh ja, da wird sich der... Das ist ja was ganz Neues. Ja, gehen Sie ihm das mitteilen? Ach, Sie haben doch das für ihn gemacht. Dann ja, aber ich will, das soll eine Überraschung sein für ihn, so mehr, wissen Sie?
Der meldet sich ja dann bestimmt trotzdem noch. Ja. Ja. Aber ich kann ihren Namen nennen, oder? Ja, ja, das können sie ruhig machen, den nennen. Ja. Genau, nur es wäre nett, wenn sie das erstmal, die frohe Botschaft sozusagen, verkünden. Alles klar, dann mache ich das. Super, ich danke Ihnen. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Hihi. Wir sind so süß, Chat. Wir sind so süß. Toll, da freut er sich doch. Baugetan war doch direkt geil, oder? Baugetan war doch wirklich insane. Nee, also ich glaube, da freut er sich. Ja, wir haben jetzt noch einen ganzen Dreh übrig. Was machen wir mit dem Dreh jetzt noch? Wir können jetzt, also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin irgendwie, also ich habe irgendwie keinen Bock für mich selber am Glücksrad zu drehen. Ja, knapp vor. Ich hatte auch Angst mit der Niete, ne? Ich hatte echt Angst mit der Niete. Das wäre echt traurig gewesen. Ich hatte irgendwie nicht so Bock, am Glücksrad zu drehen. Es ist mir irgendwie zu wenig, was da halt bei rumkommt. Wir können am Sabotagerad drehen. Wir können aber auch, also wisst ihr, was wir halt auch machen könnten, so als Storyline hier? Wir könnten halt auch nochmal für jemand anderen am Glücksrad drehen. Zum Beispiel für Reinfried. So, dass wir quasi für alle einmal drehen, außer für Willi. Könnten wir theoretisch auch machen, ne? Ich weiß nicht, Rad der Schande? Das Problem ist halt, wenn wir am Rad der Schande drehen, dann wird halt definitiv auch gegen uns gedreht. Obwohl, oder wir heben sie uns lieber auf, falls halt jemand anderes gegen uns am Rad der Schande dreht, ne? Vielleicht heben wir es uns auch einfach dafür auf, falls jemand anderes gegen uns dreht. Naja, falls jemand dreht. Ich finde aber die Idee eigentlich, für die anderen zu drehen, auch süß, oder? Ich finde es irgendwie cute, das zu machen. Sabotage gegen Reinfried. Ach, aber dem gönne ich das eigentlich gar nicht. Also ich glaube, wenn Sabotage, dann würde ich schon gegen Willi drehen. Alles andere würde irgendwie für mich keinen Sinn machen. Ja, oder wir drehen für Willi. So, wir können auch theoretisch, ich weiß auch, dass einige davon genervt sind, aber wir können theoretisch auch für Willi drehen und dadurch mal wieder dieses Romanzending hier anfachen. Wir können auch für Willi drehen. Wäre auch witzig. Was denkt ihr? Ich finde alles gut, ehrlich gesagt. Sallys Dreirad, genau. Um das einfach noch mal ein bisschen aufleben zu lassen. Kommt definitiv noch was von Willi. Ja. Aber umso witziger wäre es doch, wenn er sich dann so richtig schlecht fühlt, weil wir halt dann für ihn am Glücksrad gedreht haben. Ich finde halt schon, dass wir... Oh, guck mal, was das für eine hübsche Stimmung hier bei uns auf dem Hof ist mit den Lichtern. Das ist doch echt schön, oder? Oh, gefällt mir gut. Ja, die Sache ist ja, also nehmt mir das jetzt nicht übel, dass ich das jetzt so sage. Ich weiß aber halt, wenn ich jetzt, egal ob ich am Sabotagerad drehe gegen Willi oder am Glücksrad drehe für Willi, ich weiß halt, dass daraus mehr RP entsteht, als wenn wir halt für Reinfried drehen. Deswegen bin ich da ein bisschen gewillter eigentlich für. Ist doch schmein. Okay, so, dann haben wir das. Ich würde sagen, dann schnappen wir uns eigentlich unsere Seemaschine und fangen an, die 18 anzusehen, oder? Ich glaube, was anderes haben wir dann gar nicht zu tun. Boah, wisst ihr, was echt richtig doof ist eigentlich? Wir müssen die 24 geerntet kriegen. Das muss halt unser Eula in einer Folge eigentlich schaffen. Schafft es unser Eula in einer Folge, die 24 zu ernten, sagt mal? Weil die ist gleich erntereif. Das muss runter. Ja, also es fehlen natürlich noch voll viele Lichter, klar. Aber ich finde es schon ganz nett,
Weiß ja keiner oder muss keiner wissen, dass du noch 10 Punkte hast. Ja. Naja, wir können einfach mal schauen. Gut, dann holen wir uns jetzt erstmal die hier. Warum muss das runter? Weil wir das Feld für unsere nächste Baufolge frei brauchen. Unsere nächsten Bauvorhaben finden komplett auf dem Feld 24 statt. Und wir wollen halt erst bauen, sobald das erntereif ist, weil sonst wäre das halt voll unnötig. Deswegen muss das eigentlich runter, wenn wir am nächsten Wochenende eine Baufolge machen wollen. Wenn wir das nicht runterkriegen, dann können wir keine Baufolge machen. Das wäre schon ein bisschen ärgerlich, weil wir haben eigentlich das Geld. Und vor allem unsere nächsten Bauvorhaben sind alle nicht teuer. Also wir könnten halt easy peasy alles umsetzen, was wir machen wollen. Ja. Ja, an sich müssen nur die zwei Stellen runter. Ich glaube auch, ich werde es dem Toni dann erklären, dass er zwei, also dass er da vielleicht explizit die Stellen ernten soll, quasi hinten und vorne. Ich kann es nicht in Auftrag geben gerade, weil es ist ja Nacht. Da ist ja niemand erreichbar. So, wir haben Juni. Haben wir eigentlich unser Geld? Nee, wir haben unser Rapsgeld, haben wir nicht bekommen, ne? Wir haben das Geld gerade bekommen von der Bau... Ey, krass, guck mal, 12.000 Euro war der Unterschied, ne? Das war heftig viel Geld gerade mit der Baumwolle. Das habe ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, wir kriegen da irgendwie 3.000, 4.000 oder so. Dass das 12.000 Euro sind, hätte ich nicht gedacht. Guter Unterschied auf jeden Fall. Okay. Seemaschine dran und ab zu Feld 18. Und sobald es 6 Uhr morgens ist, rufen wir in der Dispo an und geben das dann schon mal in Auftrag. Das passt dann, glaube ich, auch. Ist das noch gar nicht erntereif oder muss das erst noch laden? Das hatte doch gerade schon genau die gleiche Farbe, oder? Oder habe ich das mal wieder jetzt nicht richtig gesehen hier mit den Grüntönen? Das sah für mich eigentlich ganz schön. Aber nee, das hier ist ja auch noch nicht geworden. Das müsste ja jetzt eigentlich auch alles erntereif sein. Ich glaube, das entwickelt sich noch, oder? Ich finde auch 11k, 2 Punkte, guter Deal. Würde ich auch sagen. Boah, ich habe richtig Angst vor dem Tag, vor dem letzten Tag hier auf unseren Höfen. Und dann hat man einfach gefühlt ein ganzes Jahr, also dann dreiviertel Jahr hier auf den ganzen Höfen gespielt und dann spielt man einfach nicht mehr drauf. Ich glaube, ich muss danach im Singleplayer einfach noch weiter spielen hier auf meinem Hof, weil er so schön ist. Bin zu weit am Kartenrand, okay. Na gut. Na gut, na gut. Passt das so nicht? Habe ich Dünger oder habe ich vielleicht sogar keinen Dünger? Das wäre jetzt echt kacki. Moment, wo bin ich denn? Hier will ich hin. Wenn wir keinen Dünger haben, wäre das doof. Dünger, 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 Dünger. Ich sehe es aber auch nicht, weil ich blind bin. Mineraldünger 0 Liter. Ja, das ist ja ungünstig. Wir haben keinen Dünger. Wie scheiße ist das denn? Okay. Blöd gelaufen. Sehe ich dann ohne Dünger an jetzt einfach und düngen dann einmal drüber? Oh, das ist doof. Im Streuer. Oh ja, das kostet mich jetzt wahrscheinlich so viel Zeit hier. Dann hätte ich wahrscheinlich auch einfach warten können bis morgens. Aber gut, egal. Ja, stimmt. Ich kann vom Düngestreuer das rausholen. Stimmt.
Was, Willis Kothandel? Willis Kothandel. Ja, ich weiß, Reinfried hat Dünger, aber ich kaufe jetzt gleich. Könnten Reinfried mal fragen, was er für einen Preis macht für seinen Dünger. Ich weiß gar nicht, wie groß ist denn der Unterschied zwischen dem Preis, den die bekommen für den Dünger und was der Dünger kostet. Wie viel waren das? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Nicht viel, ne? $1,600 bekommen sie und es kostet im Shop $1,800? Ja, ich denke auch, ich werde dann... Ja, okay, gut. Aber dann rufen wir ihn doch mal an und fragen mal nach, wa? Ring, ring. Ja, hallo? Hi, Reinfried, hier ist Sally. Hallo, diese wollte ich auch nochmal anrufen. Siehst du, ich hab mal eine Frage, du. Ja. Produzierst du Dünger? Ja. Und verkaufst du deinen Dünger auch? Aktuell noch nicht, ne. Würdest du deinen Dünger an mich verkaufen? Ich habe mir da noch keine Gedanken darüber gemacht, welchen Preis ich überhaupt nehme. Na, magst du dir vielleicht mal Gedanken machen und dich dann nochmal bei mir melden? Ja. Okay, cool. Ja. Dann bis später. Bis später, ciao. Tschüss. Junge. Oh nee, ey, Milo. Der hört sich so an, als wenn wir gerade wirklich 2.40 Uhr hätten, ne? Soll er mir 1.700 anbieten und ich sag ja. Spare ich ja trotzdem Geld und er macht Gewinn. Ist ja tipptopp. Okay, aber wir haben erstmal 50%. Das ist jetzt zwar nicht geil, aber auch nicht scheiße. Die Frage ist halt nur mit dem Liefern, ne? Weil der Händler liefert es mir halt. Ich würde es ungern abholen müssen. Das kostet mich auch mal voll viel Zeit. Okay, also ich habe mir übrigens überlegt, ich möchte auf dieses Feld wieder Baumwolle anpflanzen. Ich möchte hier wieder Baumwolle anpflanzen, weil ich habe mir das die Bestätigung geholt, dass es noch, also dass wir von der Zeit her, dass es noch ausreichen wird und ich diese Baumwolle hier auf jeden Fall noch ernten kann. Deswegen haue ich auf dieses Feld nochmal Baumwolle. Weil es ist ein großes Feld, das lohnt sich nochmal richtig hier. Oh, warte mal, da habe ich die Kante nicht ganz gut mitgenommen. Noch unos minutos. Okay, noch unos minutos. Oh shit, ey, das wird so eine knappe Kiste mit dem Eula. Toni muss richtigen Turbogang einlegen in der letzten Folge. Richtigen, richtigen Turbogang. Sonst können wir nicht bauen. Ich kann halt jetzt auch eh nicht vom Händler holen, weil es ja gerade auch mitten in der Nacht ist. Aber mal gucken, so schnell geht der Dünger hier ja auch nicht runter. Ich meine, wir schaffen es eh nicht in einer Folge, das Feld hier komplett anzusehen. Fanfanerich, hallo? Ja, Schneegans. Hallo? 1,5. 1,5? 1,5. Oh, das ist ja toll. Ja, das nehme ich auf jeden Fall. Wie viel hast du denn gerade? Ich habe im Lager aktuell 102.000 Liter. Ui. Aber ich brauche ja selber noch... Ja, also so viel will ich dir jetzt auch gar nicht 20. abkaufen. Ja, also wie viel willst du denn? Ja, ich würde, glaube ich, so 10.000 nehmen erstmal. 10.000. Ah ja, dann für... Oh. Ja. Wie machen wir das? Ich muss das wahrscheinlich dann bei dir abholen, ne? 15.000, ja. Ja, wenn das so. Okay. Ja, dann komme ich da irgendwie mal... Ich habe es sogar im großen Silo am Kuhstall, also ganz bequem ranfahren. Okay, ja, dann würde ich da dann mal bei Gelegenheit vorbeikommen und das mir abholen. Dann sage ich dir nochmal Bescheid und überweise dir dann auch dein Geld, ne? Ja, alles klar. Toll, ich danke dir. Sag halt Bescheid, wenn du da bist, komm ich vorbei. Ja, das mache ich. Jo. Danke, tschüss. Bis dann, ciao. Hat er gerade gesagt 1.500?
Das ist ja... Was? Ey, das, also da muss man wieder sagen, dass Milo ja so eine gute Seele. Er bietet mir einfach einen günstigeren Preis als das, was er im Verkauf kriegen würde. Also das ist ja heftig. Naja gut, okay, so, damit letzte Folge, nicht letzte Folge, sondern dritte Folge auch erstmal wieder durch. Wie gesagt, in der letzten Folge, oh, wir starten auch noch nachts, das ist natürlich hart. Muss auf jeden Fall unser Eulan einen richtigen Turbogang einlegen, aber ich denke, das kriegt er hin. Sally hat für Hannes am Glücksrad gedreht und tatsächlich Bauguthaben bekommen. Bauguthaben wird ja irgendwie am allerhäufigsten erdreht, aber es ist ja auch meiner Meinung nach auf jeden Fall mit der coolste Preis, den man sozusagen kriegen kann. Ich bin mal gespannt, ob er sich darüber freut, ob er sich bedankt oder was da noch auf uns zukommt. Was auf jeden Fall eine super coole Sache ist, dass es Reinfried, dass er uns seinen Dünger für 1500 Euro verkaufen möchte. Damit habe ich definitiv nicht gerechnet. Ich wäre absolut bereit dafür gewesen, auch 1700 zu zahlen. Aber, ja, wie sagt man das? Einem geschenkten Gaul guckt man ja nicht ins Maul. Oder irgendwie so. Schreib mir gerne all deine Gedanken wie immer in die Kommentare. Ich würde mich auch sehr über deinen Daumen nach oben freuen. Die Kanäle von meinen Konkurrenten sind wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Dort kannst du auch gerne mal vorbeischauen. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten YouTube-Video auch wieder.